Anfang April 2016 fand die zweite GERN, die Wirtschaftsmesse für Energie, Regionalität und Nachhaltigkeit, im und um das Rathaus in Kötschach-Mauten statt. Nach dem erfolgreichen Start 2014 ließen es sich viele regionale Aussteller nicht entgehen, auch bei der zweiten Auflage dabei zu sein. Probier mal 2, 3, 4, denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir. Es kommt zu dir, es kommt zu dir. Die offizielle Eröffnung fand am Samstagvormittag statt. Moderiert wurde sie von Christina Batterer. Zur Eröffnung der zweiten GERN, der Wirtschaftsmesse im Gailtal für Energie, Regionalität und Nachhaltigkeit begrüßen. Für die musikalische Gestaltung der Eröffnungsfeier sorgte das Quartett Fortissimo aus Würmbach. Zunächst möchte ich natürlich die Gelegenheit wahrnehmen, alle Ausstellerinnen und Aussteller, alle Ehrengäste an der Spitze, Herr Landesrat, Diplom-Ingenieur Benger, alle Besucherinnen und Besucher, die bereits gekommen sind und natürlich auch alle Vertreter der Sponsoren namens der Marktgemeinde Kötschach-Mauten, aber auch als Obmann des Vereins Energie und Dank Kötschach-Mauten recht herzlich begrüßen. Bürgermeister Walter Hartlieb bedankte sich auch bei der Hauptorganisatorin Sabrina Bartl. Recht herzlichen Dank und du kriegst jetzt ein Puzzle von deinem Chef und natürlich ein paar Blumen. Ja, danke. Danach wurde die zweite GERN von den Ehrengästen offiziell eröffnet. Als Wirtschaftsreferent des Landes Kärnten eröffne ich die heurige GERN und ich freue mich auf großen, großen Erfolg hier in der Region. Ja, wir waren nochmal selber überrascht, weil es war für uns auch eine neue Sache, so ein Wirtschaftsevent, wie es bis ins Jahr 2004 eben gewesen ist, zu organisieren. Was uns da dann passiert ist letztendlich, das hat uns alle überrascht. Es war Begeisterung da, es war eine tolle Atmosphäre, es war Spaß, Information, Unterhaltung dabei. Und es war eigentlich damals schon klar, wie wir mit der ersten GERN 2014 begonnen haben. Und diese Durchführung war, dass wir 2 Jahre später diese Messe wiederholen wollen. Regionalität ist ganz wichtig. Und diese regionale Wirtschaftsmesse stärkt den regionalen Raum, stärkt die Wirtschaft verteilt über Kärnten. Für mich als Wirtschaftsreferent, der auf seine Fahnen geschrieben hat, regional ist genial, ist das eine der besten Antworten auf die Wirtschaftssituation, auf die Stärkung der Region. So eine Messe ist extrem wichtig für den Bezirk Hermagor, aber nicht nur für den Bezirk Hermagor, sondern für jede regionale Region, weil damit wird klar bewiesen, wie entscheidend und wie wichtig es ist, dass es in dezentralen Bereichen Unternehmer gibt, die ihre Produkte in alle Welt verkaufen, also somit also auch in die Zentralräume. Und damit wird klar vor Augen geführt, dass das Land Kärnten nur dadurch stark sein kann, dass es starke Regionen hat. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Republik Österreich. Wir leben nicht von den Zentralräumen, wir leben von den Regionen. Die geben die Identität und die geben die Kraft des Landes. Ja, das Lesertal ist Teil des Gailtales und es ist ganz wichtig, dass auch die Lesertaler Wirtschaft eine Möglichkeit hat und eine Plattform hat, wie hier die GERN-Messe sich zu präsentieren, um ihren Kunden zu zeigen, in welcher Vielfalt auch die Lesertaler Wirtschaft sich zeigt. Ja, ich glaube, es sind Betriebe da vom Lesachtal für eine Gemeinde mit 1300 Einwohnern. Es wird genützt, immer mehr. Bei der ersten Messe waren es wenige, jetzt sind es mehr. Und auch die Lesertaler Wirtschaft merkt es und kapiert es, dass so eine regionale Messe sich zu präsentieren vor Ort als regionaler Kreislauf, als Partner, als Plattform ideal ist, um auch den eigenen Betrieb zu stärken und abzusichern. Also es ist sehr wichtig, wie gesagt, dass eben die Unternehmer sich vorstellen können, speziell im Frühjahr, wo eben neue innovative Produkte vorgestellt werden können. Und das freut mich besonders, dass aus unserer Marktgemeinde sehr viele Betriebe mitmachen. Speziell so im Hintergrund ist die Firma Zobot, die ja der größte private Arbeitgeber im Bezirk ist und speziell im auswärts unterwegs ist und auch hier ihre Produkte präsentieren kann, speziell im Bereich der Heizungstechnik und dann eben im Fassadenbau, wo auch hier dementsprechende Projekt umgesetzt werden. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, das ist ein Impuls jetzt im Frühjahr. Das Frühlingserwachen ist da. Die Leute sind kauflustig. Sie wollen sich was umschauen.
Sie wollen was Altes außen reißen, was Neues machen und es ist enorm wichtig, dass sich die Wirtschaft dort präsentieren kann. Die anwesenden Firmen nutzen im Rahmen der Messe die Gelegenheit, ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Naja, es ist ja mal grundsätzlich eine Standortbestimmung. Am Anfang des Jahres, also erstes Quartal ist vorbei, ist für uns wichtig zu sehen, wohin entwickelt sich der Markt. Es sind auch größere Messen schon abgehalten, die Nürnberger Messe zum Beispiel, Fensterbau war vor kurzem, und auch weitere Messen, die für uns wichtig sind. Leistungsschau der Region und die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Das ist immer positiv, man kommt mit den Leuten zusammen und die Kommunikation ist aufrecht und ist abzuarbeiten. Ja, wir sind dieses Jahr als erste Jahr mit dabei. Wir haben uns dafür entschlossen, regional uns zu präsentieren. Und ich finde die Bühne wahnsinnig toll und man sieht, es ist wahnsinnig viel los, super. Das heißt, man kann mit den Leuten ins Gespräch kommen, man kann ein bisschen Kontakte knüpfen. Genau, das steht im Zentrum unserer Arbeit da. Und zusätzlich aber auch die ganzen umliegenden Firmen etwas zu kontaktieren und mit denen einen Kaffee zu trinken, weil es schwer genug ist, die auch untertags oft zu erwischen. Für uns ist eigentlich relativ wichtig, hauptsächlich wollen wir mal den Privatkunden ansprechen, damit er unsere Produkte besser kennenlernt. Grundsätzlich denke ich, im Tal oder in der Gemeinde Kötschach sind wir eh relativ bekannt, aber es soll auch eine Plattform dienen, also uns als Plattform dienen, überregional vielleicht auch aus dem Trautal Kundschaften anzulocken und sagen, dass wir auch dort tätig sein können. Und es ist auch uns ein wichtiges Anliegen, dass wir ein bisschen im Gegenpol zum Holzbau, der was jetzt eigentlich sehr stark forciert und immer beworben wird, auch den Gegenpol darstellen. Das ist eigentlich das Hauptthema, warum wir uns auch da vertreten sehen. Wir waren vor 2 Jahren schon dabei. Sehr wichtig, sich zu präsentieren. Da hat man 2 Tage Zeit, den Leuten zu zeigen, was man kann. Ein bisschen einen guten Namen haben wir eigentlich eh schon. Wir sind da aus der Region. Meine Kunden sind eigentlich alle aus der Region. Mir gefällt es eigentlich sehr gut, diese Messe, und für mich ist es sehr wichtig, dabei zu sein. Die Firma Installationen Steiner GmbH gibt es mittlerweile eben seit 40 Jahren. Sie ist vom Vater als Ein-Mann-Betrieb gegründet worden. Ich habe die Firma mittlerweile übernommen und das zieht sich eben bei uns durch die ganze Linie, dass der Vater mir noch weiterhilft und eben auch der Spruch, das Bad im Wandel der Zeit, haben wir als Thema genommen, dass es renoviert, saniert und weitergemacht werden und wir auch Komplettlösungen für Bäder, Sanitär und Heizung anbieten. Ja, witzigerweise ist es so, dass die Geltaler Bevölkerung meint, wir liefern alles irgendwo in Export an Möbelhändler überall hin. Natürlich haben wir einen großen Anteil unseres Produktionsvolumens, geht in den Export, aber wir sind 40 Leute. Also da ist für die Geltaler Bevölkerung noch genügend Kapazität übrig, um alle mit zum Beispiel einem Zirbel-Massivholz Schlafzimmer auszustatten. Das heißt also, man knüpft ein bisschen den Kontakt mit der heimischen Bevölkerung. Ja, ist eigentlich irgendwie widersinnig. Ich bin in Kirchbach, im größten Tischlereibetrieb Kärntens. Da sind Leute, die da vorbeifahren und sagen, was tun die da eigentlich? Und dem wirken wir jetzt doch schon seit einigen Jahren ziemlich erfolgreich entgegen. Nein, für mich ist es total wichtig, dass einfach das Nachhaltige, was da passiert, die Leute, die Frequenz, was da oben ist, ist wirklich super. Und deswegen bin ich eigentlich überzeugt worden, dass das einfach wichtig ist, da dabei sein, dass man im Hinterkopf bleibt, dass man sich gewisse Leute noch auf einen erinnern, und das war es eigentlich. Das ist absolut wichtig, weil man muss da nachher einfach einen Stand haben, um auch nicht nur die Gemeinde noch mit zu unterstützen, sondern auch den Leuten zu zeigen, was man bei uns eigentlich alles erhält und wie vielseitig auch unser Geschäft ist, dass man eben alles, was das Holz nachher betrifft, bei uns nachher auch kaufen kann. Das beginnt von Fußboden, bis zu einem ganzen Haus hin oder von Stallungen in Rundholzbauweise, auch das Bauen mit Massivholzhäuser. Also man kann eigentlich alles erhalten bei uns. Ja, unsere Firma ist hauptsächlich in der Region zwischen Maria Lugau und Villach vertreten, bis hin zum Weißensee. Das ist unser Hauptarbeitsbereich und wir bieten einfach Planung, Bauleistung, also Baubetreuung von der Idee bis zur Fertigstellung an. Und wir treffen heute viele alte Kunden und versuchen natürlich auch mit neuen Kunden ins Gespräch zu kommen. Und es ist, glaube ich, ganz eine wichtige Einrichtung, dass die Möglichkeit einfach da ist, direkten Kontakt zu unseren Kunden einfach zu suchen und zu finden.
Es ist das Wichtigste eigentlich, dass man vertreten ist, dass man präsent ist auf der Messe, dass man seine Produkte, seine Ideologie präsentiert, ja, und hoffentlich auch dementsprechend das Wissen, was man hat und die Einsparungsmöglichkeiten also im Energiesektor wahrnimmt und dann auch umsetzen kann. Ja, in unserer Region ist es natürlich total wichtig, dass man sich da präsentiert. Auch wenn man so wie wir eh im Ort sein, aber trotzdem dabei sein, ist einfach notwendig. Für uns als Firma Zobot ist es sehr wichtig, bei der GERN vertreten zu sein. Wir als einer der größten privaten Arbeitgeber wollen auch signalisieren, dass wir nicht nur in Kärnten, in restlichen Kärnten und in Österreich vertreten sind, sondern auch besonders im Gailtal unsere Projekte verwirklichen wollen. Ja, eigentlich ist es sehr wichtig, dass man sich einmal präsentiert, weil, wie gesagt, das bei mir ist alles ein reines Kunsthandwerk. Also ich mache eigentlich alles noch mit der Hand, also ohne Maschineneinsatz mehr oder weniger. Und es ist, also die Nachfrage und die Begeisterung von den Arbeiten ist sehr, sehr groß. Ja, die GERN bietet für unser Unternehmen eine total gute Plattform, unser Unternehmen am breiten Publikum näher zu bringen, unser Leistungsspektrum zu zeigen, das, was über Beratung, Planung, Verlegung, Verkauf darüber hinausgeht, und das ist eine ideale Form der Präsentation. Also ich mache heute Palatschinken mit den tollen Anti-Haftpfannen, und heute mache ich sie entweder mit Marillenmarmelade oder mit Nougat, mit Nutella. Und sie sind heiß begehrt. Wie läuft es bei der GERN? Ich muss sagen, es läuft sehr gut. Ich freue mich. Ich kann mich da sehr vielen Leuten präsentieren, die sonst von auswärts kämen, die eigentlich nicht die Möglichkeit haben, vielleicht ins Geschäft. Es waren halt schon sehr viele Osttiroler da. Unterländer auch sehr viel. Und es ist einfach immer wieder eine großartige Chance für die Aussteller, sich zu präsentieren und auch für die ganzen Besucher zu sehen, was wir eigentlich alles vor Ort haben. Das ist auch für uns selber interessant, weil man oft einmal einige Sachen vielleicht vergisst. Altes Wissen wird nicht mehr vermittelt, denn dafür ist scheinbar keine Zeit. Bei der Wirtschaftsmesse wurden auch Fachvorträge gehalten. Yvonne Meyer referierte über den Holzbau im Wandel der Zeit. Weitere Vorträge fanden zu den Themen Photovoltaik, Förderungen für Haussanierungen und Sparen im Haushalt mit Effizienz und Technik statt. Für Kinder gab es ein Kasperltheater, Kinderschminken, eine Tret-Go-Kart-Bahn, den Alpenturner, und für die Größeren fanden Autogrammstunden mit Spielern des VSV bzw. dem ÖSV-Abfahrer Max Franz statt. Der Andrang war enorm, die Sportler schrieben sich die Finger wund.
Viele Firmen waren auch schon bei den Messen des Obergeindler Gewerbevereines immer mit dabei. Naja, wir sind immer dabei, seit es eine Messe gibt, ob das jetzt in Hermagor ist oder in Kötschau-Mauthen. Im Gailtal haben wir ja begonnen und deswegen ist es für uns eine Verpflichtung, dass wir dabei sind. Und es ist für uns natürlich auch eine Möglichkeit, uns zu präsentieren und uns die Waren, die wir anbieten, den Kunden zu zeigen. Das heißt also, die Leute können da ausprobieren und wird gut angenommen? Wird sehr gut angenommen. Wir machen auch Sehtests mittels einem Computer und können verschiedene Leute darauf aufmerksam machen, dass sie doch einen Sehfehler haben und den kann man dann natürlich korrigieren. Andererseits sind wir ein Teil der Wirtschaft, weil Kommunikation ist ja Wirtschaft, damit wir das Schaufenster transportieren. Und Stichwort Schaufenster, wir haben ja zwei große Schaufenster mit den Videowalls in Kötschau und Hermagor. Aber ganz aktuell machen wir mit das Fenster Gailtal an diversen öffentlichen Stellen wie in Rathaus oder wie in diversen Café, Kirchbach, Hermagor, Kötschau, Lesachtal, Monitore, wo man aktuelle Themen transportieren kann. Als regionaler Versorger ist es natürlich essentiell, dabei zu sein, weil man damit wieder Kundennähe hat und sie und auch seine eigenen Produkte mal wieder präsentieren darf. Ja, für uns ist einfach die regionale Präsenz ganz wichtig, weil unsere Kunden auch zum Großteil in dem Gebiet logischerweise was bauen. Es ist auch natürlich einmal zu sondieren, welche Punkte sind momentan einfach aktuell. Ist es Wärmeschutz, ist es Innenausbau, sind es Zubauten? Und natürlich auch für den Kunden total wichtig, dass er sieht, was wir schon gemacht haben. Was haben wir umgesetzt? Wie schaut es von der bautechnischen und von der bauphysikalischen Phase aus? Und das ist natürlich unsere Aufgabe, da Rede und Antwort zu stehen. Es ist für mich sehr wichtig, generell einmal auch, um meine Dienstleistungen auch lokal zu platzieren, denn ich bin viel überregional unterwegs und das ist eben eine Möglichkeit für mich, dass diese Messe mich lokal zu präsentieren und auch lokal dann Fuß zu fassen oder mehr Fuß zu fassen. Ja, ich bin sonst eigentlich immer noch auf Montage unterwegs und da komme ich halt direkt zu den Kundschaften, die sich informieren will. Durch das, dass es im Frühjahr ist, wo wieder mit dem Bau begonnen wird, ist das schon wichtig. Das Wetter spielte an beiden Tagen mit. Bei strahlendem Sonnenschein präsentierten viele Firmen ihre Produkte, Maschinen und Fahrzeuge am Außengelände. Ja, die Leute kommen schon, schauen gerne ein bisschen und können die Produkte ein bisschen angreifen. Das ist schon mal wichtig. Und dass sie eigentlich sehen, dass wir für die Einheimischen viel los sind und dass sich was in Kötschau-Mauthen bewegt und so nicht. Für mich persönlich ist es sehr wichtig. Wir haben ja zwei Standorte, einen in Hermagor und einen in Kötschau. Und ich komme ja nicht direkt aus dem Ort, sondern aus Hermagor. Und deswegen ist das für mich der optimale Zeitpunkt, dass ich mich ein bisschen präsentiere und ein bisschen ins Gespräch mit dem einen oder anderen komme. Ja, ist natürlich eine super Gelegenheit, die neuesten Modelle, speziell unsere Allroad-Modelle, zu präsentieren. Und auch wenn ich jetzt eine Probefahrt machen will, wie gesagt, sie einfach von den Fahrzeugen zu überzeugen. Es ist eine ideale Sache, die Ausstellung zu machen. Ich bin noch nicht weit weg. Haben im Umkreis eine Haufen Stammkundschaften. Trifft man sich wieder, gewisse Sachen angeboten. Das ist eine ideale Sache. Passt zu der Hausmesse auch dazu, einmal die Hausmesse auch ja später die gern. Ist eine ideale Sache. Das ist sehr wichtig, weil eine starke Frequenz ist, die Messe gut organisiert ist und viele Aussteller sind und man muss einfach dabei sein. Also durch das, dass es eine regionale Messe ist, ist es für uns sehr wichtig, dort vertreten zu sein. Vor allem noch gewinnt man zusätzlich Kunden aus dem Lesertal, Trautal, Mölltal. Und es ist eine sehr starke Bewegung hier und für uns ist das sehr wichtig. Also ich bin sehr zufrieden, dass wir bei der Messe da mitmachen. Ich finde es gut. Es ist sehr wichtig für einen Betrieb, speziell für die Lesertaler Betriebe, auch, dass man im Gailtal herunten präsent ist und dass sie sehen, es gibt auch im Lesertal Betriebe, wo es sehr viel abdeckend. Ja, es ist mehr Kontakte knüpfen, ein bisschen ausstellen, Neuigkeiten vorstellen. Und es wird recht gut angenommen von den Konsumenten. Es zahlt sich auf jeden Fall aus. Ja, für uns ist das eine Werbung und dass wir wieder im Land herunten sind. Wir haben ja relativ viele Kundschaften herunten, die uns ja ein Jahr eigentlich ein, zwei Mal sehen. Man ist da präsent, man kann mit den Leuten ein bisschen reden, man kann fragen, was sie gerne für eine Wünsche hätten, wie wir mit den Produkten zufrieden sind. Und nachdem es wirklich eine tolle Veranstaltung da ist, hat man auch die Pflicht als Gewerbebetrieb da mitzumachen.
super Veranstaltung, ich kann alle sagen, eine super Idee. Und ich muss fast Danke sagen, dass wir das jetzt wieder eigentlich ein bisschen belebt haben. Für mich ist das eigentlich hauptsächlich mehr Werbung. Zum Verkaufen ist das eigentlich mehr Informationsveranstaltung. Wie siehst du die Messe? Super, gut besucht, riesengroß, elegant. Unbedingt ganz wichtig, man muss mit der Zeit mitgehen, man muss präsent sein, die neuesten Modelle muss man fortführen. Ganz wichtig, dass man dabei ist. Es ist eine breite Publikummasse da, von jung bis alt, es ist alles vertreten. Interesse ist sehr groß, muss ich sagen, und es ist, wie gesagt, wichtig, dass man vertreten ist. Ganz eine wichtige Veranstaltung für uns. Wir sind froh, dass das wieder veranstaltet wird. Ein Glückwunsch den Veranstalter, denen, die das bewerkstelligen, dass wir wieder ausstellen können. Wir können uns präsentieren als KIA in unserem Tal. Ganz wichtig für uns, dass wir einfach unsere Leistungen präsentieren können. Ich glaube, auch die ganze Obergelttaler Wirtschaft wichtig für den Standort im Gelttal. Ja, ist ein absolutes Muss. Die Gern ist eine ganz eine wichtige Plattform für die regionale Wirtschaft in Obergelttal und im Lesachtal und Kötschach-Mauthen. Und da, wenn die stattfindet, ist es ein absolutes Muss, dabei zu sein. Das ist ganz klar, ist ein Fixpunkt. Alle zwei Jahre für uns ganz, ganz wichtig. Man muss einfach die Produkte herzeigen, die Leute die Vorführungen machen. Wir machen alle zwei Jahre unsere Hausmesse, wir haben nächstes Jahr wieder und eben alle zwei Jahre ist die Gern da heraus. Also wir haben alle Jahre eine regionale Messe, wo wir entweder Hausmesse oder auf der Gern sein. Und im Herbst haben wir immer und alle Jahre die Osttirol-Messe, wo wir sehr stark vertreten sind und unsere Produkte präsentieren. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, wo man zu neuen Kundschaften kommt, die einfach die Messestand kennenlernen und da werden immer wieder Abschlüsse gemacht und die sich dann als Stammkunden dann irgendwo immer wieder zu uns kommen und was kaufen. Ja, wunderschön dabei zu sein. Vor allem habe ich es diesmal haben wir wirklich geschafft, dass die regionalen Betriebe wirklich als regionale Bier verwenden. Und habe mein Bier relativ auf alle Standlern gut verteilt. Bin diesmal sogar der Platzhirsch. Weißt du, wie schön das ist? Das habe ich noch nie geschafft. Ja, für uns ist es eine super Möglichkeit, da dabei zu sein, weil wir eine österreichische preisgekrönte Firma mit Ringana vorstellen dürfen. Wir stehen mal zu 100% dahinter, so Ringana eine 100% Philosophie hat, nur Natur. Und ich bin der Meinung, dass nur Natur in den Menschen helfen kann und es zu viel kranke Leute gibt. Um Krawatten dreht es sich am Stand von Inge Christler, allerdings um Ausgediente. Sie möchte, wie schon vor knapp 20 Jahren, auch heuer wieder ins Guinness Buch der Rekorde. Wir versuchen wieder einen Weltrekord zu nähen oder zu weben. Das soll der längste Krawattenteppich der Welt werden. Wir haben ja alte Krawatten gesammelt von unseren Kundschaften. Bis heute haben wir ungefähr, ich habe nicht mal genau mitgezählt, so 700, 800 Stück haben wir schon gekriegt. Und da haben wir die Längskrawatten zusammengenäht und jetzt tun wir eben jede einzeln einweben. Und dann hoffen wir, dass wir da einfach den längsten Teppich zusammenkriegen. Wir sind noch gerade am Krawattenstand. Du hast da Krawatten gespendet? Ja, also ich weiß nicht, wie die letzte Statistik ist, aber ich war mal zwischendurch die Nummer 1 mit 31 Krawatten. Alle von dir? Alle von mir, ganz genau. Ich habe meinen Sohn dabei gehabt, der hat gesagt, Papa, die Krawatten sind nicht mehr passend in der heutigen Zeit. Er hat so weit schon getrieben, dass er mir fast alle wegnehmen wollte, aber zumindest der 10 habe ich hinten gehalten können. Das ist für mich Vergnügen eigentlich, weil ich mache das sehr gerne, das ist ein Hobby entsprungen. Und ja, die Leute kennen mich teilweise. Es ist ein schönes Vergnügen, wo man meinen Mann unterstützt. Edelsteine habe ich immer schon sehr gern gehabt und habe das eigentlich nur für mich gemacht. Und es ist im Laufe der Zeit gewachsen. Und jetzt bin ich seit ein paar Jahren in Kärnten und habe sehr viel Zeit dafür. Und jetzt wird das Sortiment immer größer. Und jetzt muss ich auch schauen, dass es ein bisschen an den Mann oder an die Frau bringt, besser gesagt. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man präsent ist, dass man sich in die Leute wieder in Erinnerung ruft und der Werbeeffekt ist natürlich schwer zu messen, aber es war heute eine Vielzahl an Leuten da und ich glaube, das ist positiv zu bewerten. Also wir finden es am ersten total super, dass das bei uns veranstaltet wird. Es ist auch eine gute Werbung für uns in Kötschach-Mauthen. Es ist vor der Haustür und das soll jeder wissen, dass wir auch ganz gute Produkte verkaufen. Ob Hof natürlich auch. Ja, also Jungunternehmer ist das ganz wichtig, dass man dort präsent ist, damit nicht nur die Einheimischen, sondern auch Auswärtige, die was da von nah und fern zu wegen kommen, verlieren Raum Osttiroler Raum, dass man eben zeigen kann, was man selber macht.
Und ich finde das ganz gut. Das ist ein total reges Besucherkontingent in Kötschach und das sehen sehr viele Leute. Für mich als Jungunternehmer natürlich sehr wichtig. Der Messe ist es sehr wichtig, dabei zu sein, damit man sich repräsentieren kann, dass die Leute auch wissen, was man eigentlich erzeugt und eben unter anderem auch, dass die Leute ein bisschen was erwerben können. Wie läuft es so? Es läuft sehr gut, danke schön. Und die Leute sind sehr zufrieden, glaube ich. Und ich habe auch Kundschaften, die schon lange Jahre immer wieder was kaufen, immer wieder einen Polster kaufen. Aber es ist echt sehr, sehr, also wir sind sehr zufrieden und es ist sehr, für die Leute sehr informativ, weil man sehr viel Zeit hat, mit denen auch zu reden. Uns ist es ganz wichtig, uns zu präsentieren, dass wir in der Region hier vor Ort sind. Wir möchten den Leuten bewusst machen, dass das Einkaufen daheim allen was bringt. Also das Radl dreht sich. Wir unterstützen andere Unternehmer, die Leute unterstützen uns. Und ich finde das eine ganz tolle Veranstaltung. Ich finde den Rhythmus, den Zwei-Jahres-Rhythmus auch sehr gut, um interessant zu bleiben. Die Gern hat mittlerweile ihren fixen Platz als Wirtschaftsmesse im Gailtal erfolgreich eingenommen. Die Besucher kommen alle 2 Jahre gern zur Gern, um dort Informationen über Produkte und Dienstleistungen zu bekommen und sich mit den Ausstellern auszutauschen.